Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute kümmern wir uns um Folgendes. Pinnen wir das mal an. Sprich, wir verbinden den zentralen Omnibusbahnhof mit Port Amber. Worauf ich supermäßig Bock habe. Sarkasmus aus. Die Frage ist, ich würde sagen, wir fahren hier lang, da lang, da lang, da lang und dann fahren wir hier wieder raus. Das klingt doch vernünftig. So, neue Linie. Wir fangen an beim Zopp. Dann geht es einmal hier rum. Gut, dann müssen wir dann halt, also beim Rundkurs fahren, müssen wir dann halt, fahren wir dann halt von hier da lang, dann hier lang und dann wieder zurück. Mal machen. Na, mindestens vier alte Stellen. Demnach passt das. Strecke 16. Zop. Fusselhallen, ja gut, da kann man es eigentlich auch. Na gut, prinzipiell könnte man das alles noch umbenennen, das ist auch passender, klingt aber gut. So, wir fahren jetzt hier mit dem Wessel Lagerhallen. Zop, 17 Minuten. Wait a second, warum geht die Strecke denn da lang? Kann man auch bestimmt besser anpassen. Ich würde ja fast behaupten, dass es hier lang schneller wäre. Und demnach meine ich auch hier rumfahren. Schade, dass man die Strecke nicht irgendwie quasi ziehen kann, wie man sie möchte. Wir fahren einfach wieder mit dem Citaro G, denn wollen wir mal Türen das verwirrt mich wieder alles. Das war richtig rum, perfekt. So, dann entsperren wir die auch. Macht natürlich Sinn, dass wir sie entsperren und danach sperren können. Dann wollen wir uns mal hinsetzen. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch wieder zu hoch. Ich auch nicht, ich habe keine Ahnung. Genau, das war 7 für Fahren und das war das andere. Okay, das passt, dann schließen wir die Türen, das aus, das an und dann geht's los, die wilde Fahrt, ab zum Zopf. Auf eine neue Strecke. Machen wir es mal ein bisschen lauter. Wunderbar. Ich finde schon ganz gut mit dem Tempomat, dass man halt immer weiß, okay, man fährt immer genau richtig. Bitte den Haltebruch 6 halten. Die ist ja hier vorne. Ja gut. Für mich halt irgendwie immer die 1. So, los geht's. Lassen wir die ersten Leute rein. Eine Fahrkarte mit. Ein Kaffee, den bräuchte ich auch. Fällt mir gerade auf. Egal, zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Jetzt haben wir schon begonnen. Danke. Bitte schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte bitte. Eine einzelne Fahrkarte kommt sofort. In welchem Film? In jedem Film.
So. Was? Was? Ach so. Es hat zwar gefühlt jeder eine Karte geholt, aber... Klar. Just Augenblick. Oh nein. Ich hab sie verloren. Hat sie mir nicht eine Fahrkarte gezeigt oder was hat sie mir da gezeigt? Ja, just in case und der Case hat sogar zugeschlagen. Wunderbar. Nächster Halt, Hafen. Verwaltung. Ja, 12 Minuten haben wir Zeit da so, ne? Ja, was da? Okay. Boah, holy Macaroni, alter Verwalter. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Scheiß aus Navi, wir fahren hier rum. War vielleicht auch keine so gute Idee. Denn die KI ist ja hier doch auch ein bisschen arg fies. Weißt du, haben wir noch eine Spur frei, ja. Also wir müssen ja prinzipiell eigentlich uns links halten, ne? Weil wir irgendwann links raus wollen. Links rum wollen, deswegen machen wir es einfach so. Auch wenn es hier vielleicht ein bisschen voller ist, aber wir haben hier halt hauptsächlich Ampelanlagen und auf der rechten Spur würden wir durch Leute, die von rechts kommen, würden ja auch nochmal unnötig hier ne, aufgehalten. Warum hakelt denn die KI so? Das macht mir da schon fast ein bisschen Sorgen. Ach ja, das ist doch schon wieder fast gemütlich hier. Also 10 Minuten, also 12 Minuten, um da ganz hinzukommen, das ist natürlich schon eine Zeit, da werden wir vermutlich gleich ziemlich viel warten können. 12 Minuten, stellt euch mal vor, wir würden jetzt hier über die Autobahn fahren. Was? Wir aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. In 6 Minuten da gefühlt. Aber gut, ich schätze mal, das wird halt auch berechnet aufgrund der Strecke. Da das halt hier doch viel innerstädtisch ist und nicht über, wo man halt 80 km pro Stunde fahren kann. Ist ja, glaube ich, jetzt mal 80 fährt. 80 Max auf der Autobahn. Also wir werden früh da sein. Wir fahren zwar gleich schon mal wahrscheinlich ein paar Schlaglöcher rein auf dem Dings, weil, ja. Ja, weil, ja, ist halt so. Aber gut. Auf das eine oder andere Schlag noch mehr kommt es noch hier nicht an. Wäre es klüger gewesen zu warten? Kommt da noch eine Wolkendecke oder nicht? Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen.
Ja, mich auch. Das hat mich quasi von den Socken gehauen. Aber an der Straße jetzt wieder Full Concentration. Oh, verdammt! Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Solange er den Schlüssel dabei hat. Moment. Wo ist meine Tasche? Ich sag ja, wir nehmen noch ein paar Schlaglöcher mit. Und solange er die Tür angezogen hat. Da war ich mich so konzentriert. Vor allem, ich lag quasi im Monitor, aber das habe ich halt nicht gesehen, weil es halt, ja. Haben wir zu spät aufgeachtet, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Kann auch so eine Schadung wieder gewesen sein, so ein bisschen. Krass, wir müssen gleich fucking 6 Minuten warten. Holy shit. Ja, gut, dass man schneiden kann, ne? Ihr werdet von den 6 Minuten nichts mitbekommen, ne? Die wir dort warten müssen. Wolke, gibt keine Wolke. Gibt nichts mit Wolke. In Sicht, oh Gott. Nichts mal Sonne, oi. Vor allem bis übernächsten Freitag. Heilige Scheiße. Boah. Das Gute ist, dass wir erstmal dahin schleichen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Musik. Ach, drauf geschissen. Es ist eh zu spät. Jetzt. Monty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Ich weiß ehrlich gesagt auch echt nicht, ob es überhaupt möglich ist. Weil ich meine, wir hatten... Die Frage ist halt, ob es überhaupt möglich ist, mit einem Minuspunkt auf der Strecke oder mit einem Minuspunkt auf der gefahrenen Route, ob es da überhaupt möglich ist, danach das nochmal in den 5-Sterne-Bereich zu fahren. Ne? Ich weiß es nicht, kann es mir nicht wirklich vorstellen. Wir können hier noch rum, wir müssen noch 4 Minuten warten. Nehmen wir mal den Müll mit. Keine Sau ist eingestiegen oder zugestiegen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Entschuldigung, wäre ein Zwilling sein können. Okay, halten wir fest. All diese Leute, die hier stehen, die warten auf den nächsten Bus, der hier wahrscheinlich gar nicht rein kann, weil wir hier so bescheiden stehen. Da haben wir ihn ja. Oh, kann ja doch hier halten. Aber er kommt hier nicht weg.
Jetzt bin ich gespannt, was gleich passiert. Scheinbar hält hier noch eine Linie, weil nicht alle einsteigen. Jetzt staut sich's aber auch wieder hier. Oder die Waldfee. Aber tut mir leid, ich bin da zu früh. Ich kann da nichts gegen tun. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Code der KI nicht so ausgelegt ist, dass sie an zweiter Stelle an einer Bushaltestelle steht, vor der ein Bus oder ein im schlimmsten Fall Gelenkbus steht und sie anhalten und wieder rausfahren. Die fahren nämlich safe bis nach da hinten, bis zum Ende der Haltebucht oder der Haltestellenbucht. Und dann fahren sie erst wieder auf die Straße, weil so wie sie halt immer das machen. Also von daher ist das halt so, wie es ist, ne? Die kommen da jetzt halt, da kommt da halt keiner da jetzt rum und so. Naja, setzen wir mal unseren Bus und cutten mal die letzten paar Minuten, noch 2 Minuten. Vorteil am Bus hinter uns, wir können jetzt ganz gechillt hier raus. Mal zum Hagen Pier 3. Hafen Pier 3. Die Minute. Es ist keiner dazu gestiegen, es sind alle ausgestiegen. Das ist natürlich auch wieder spannend. Jetzt wird der letzte aussteigen. Dann fahren wir halt gleich alleine, falls niemand einsteigen will. Oh, die Probe ein bisschen geschnitten. Nächster Halt, Hafen. Pier 3. Die Bremsen hier wieder. Oder, es wollen doch welche einsteigen. Unterlassen. Ich brauche eine Fahrkarte. Jawohl, Tag, Schande, Drücken. Danke. Sehr schön. So, Türen zumachen. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Berührt, egal. Dann sind wir jetzt bei safe. Ja, gut, 3,5 bis 4 Sternen. Hoppala. Ja, die Bremsen sind gerade wieder ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Ich kann so nicht aussteigen. Ja, ich bin ja noch nie mal da. Da haben die Bremsen versagt. Einzelstandard 2. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte bitte. Eine einzelne Standardfahrkarte und sofort. Danke. Gott. Komplizierter geht's auch nicht. Abfahrt zu den Wessel-Lagerhallen. Wir müssen Zeit wieder reinholen. Wobei am Ende am Zopf kommen wir sowieso wieder pünktlich. Das steht schon mal fest. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen Zeit hier rausholen.
ich bezweifle es. Also, ja. Immer wenn es spannend wird, man kennt's. Oh, das war jetzt natürlich doof, dass wir jetzt 1200 Strafe zahlen mussten. Heißt, wir müssten, also gut. Wenn man es mal so betrachtet, um das Maximale an Profit oder an Profit pro Strecke rauszubekommen, müssten wir in der Theorie jede Route, die existiert, Modus fahren, im Festtagsmodus fahren, wo halt ganz viele Leute halt einsteigen und so weiter und so fort. Vom Prinzip her, ne? Dann haben wir halt immer so das Maximale an Möglichen, was man halt einnehmen kann. Aber streng genommen haben wir halt gerade selber so viel Geld, dass wir das vom Prinzip her gar nicht benötigen. Weil wir nehmen jetzt mittlerweile mehr Geld ein, als wir ausgeben. Gut, irgendwann, wenn wir das halt alles umrüsten auf, wenn wir die Busse verkaufen für die Fahrer und dann halt auf mehr Leute gehen, so gesehen, da passen halt auch wieder mehr Leute rein, je besser die Busse sind, je mehr Kapazität die haben. Von daher. Hey, ich war gerade pünktlich, fahr doch! Wir müssen eine Vorfahrt gewähren und so weiter und so fort. Oh! Ich hasse es! I don't give a damn, ich fahre einfach hinterher. Ich bin Bus, ich habe Vorfahrt. Oh gut, dann haben wir jetzt 6000 minus, dann verdienen wir für diese Tour halt nicht wirklich viel. Wie gesagt, das Gesagte, also wir müssen die Tour sowieso nochmal fahren. Dann wissen wir zumindest schon mal, dass wir diese Tour fahren werden, um halt die letzte Strecke auf jeden Fall zu akzeptieren, also damit das Spiel das akzeptiert, dass wir das auch den Task hinter uns haben. Nehmen wir halt diese Strecke und verbessern sie noch mal ein bisschen. Das ist ja halb so wild. Natürlich können sie das. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesfahrkarte diesmal, alles klar. Und Abfahrt zum Hafen Pier 3. Nächster Halt, Hafen Pier 3. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, jawohl. Danke. Bitte schön. Bitte eine Fahrkarte haben. Aber sicher doch. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte. Jetzt kommen die Wochenfahrkarte nochmal reingebreddert, die sonst was. Verwaltung.
Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Komm, ich will dir noch rüber. Ja, schön. Ah, Schlagloch. Wird halt mittlerweile wird schon eher eine 2 bis 2,5 Sterne Tour. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, weil das Gute ist, da geht's ja gleich sowieso. Danke. Ach, fuck you. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ah, Gott. Das war einmal zu viel. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Das Gute ist, dass wir jetzt halt gleich zurückfahren zum Top. Sprich, wir können ja einfach einmal nochmal kurz was? Durch. Ach, na klar. Latschen. Hier. Bitte. Wo hab ich? Hier. Hier, bitte. Hier. Und können dieses Prozedere einmal durchgehen. Dann anhalten. Nächster Halt. Zentraler Busbahnhof. Endstation. Och, das ist doch zum Kotzen. Ja, ich will doch anhalten, meine Fresse. Wie ist die denn jetzt wieder versperrt gekommen? Oh, das ist doch... noch. Ja. Vielleicht wird auch nur eine Ein-Sterne-Tour. Also, ja. Wir fahren die auf jeden Fall nochmal. Von daher. Shit happens. Wollte ich mir behaupten. Hä? Da habe ich ihn jetzt berührt. Oder ein Fußgänger? Aber wenn ihr Fußgänger wären noch 33.000 oder sowas. Oder sehe ich das falsch? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, es war deutlich teurer. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Auf jeden Fall war das wieder mal eine Tour, selbst mit XZ war wohl nix. Ich wollte gerade sagen,
Ich rede mal ein bisschen weniger, weil ich an meinem Bildschirm hänge, der weiter weg ist und worauf ich das Spiel, ich sag mal, leider spielen muss und ich es nicht auf den anderen verschieben kann. Damit ich nicht so viele Schlaglöcher mitnehme und dann sind wir da schön reingebrettert. Oh Gott. Diese Wichssonne, ey. Geht mir jetzt auf den Sack hier. Aber richtig gewaltig. Vom Prinzip her könnte ich eigentlich nur noch abends, nachts aufnehmen. So ab, I don't know, ab 21 Uhr, aber ab 21 Uhr ist halt viel zu spät, da habe ich was anderes zu tun. Seit mehreren Stunden. Das ist halt einfach zu spät. Die Sonne ist noch nicht mehr wirklich da. Das ist ja das Schlimme. Oh, fuck off, ich fahr einfach durch. Ist mir scheißegal. Aber ich sag mal so, ne? Wenn das fahrerische Können richtig miserabel ist, dann. Und ich schimpfe wie ein Rohrspatz, dann wisst ihr warum. Oder ich schlechte Laune bekomme. Wir gehen wieder auf die 30 Grad zum Zimmer. Oh. Und es ist noch nicht mehr wirklich Sommer. Draußen werden es ja maximal 16 Grad heute, glaube ich. Sieh dir das an. Ist das nicht gut, sind nur 27 Grad, aber trotzdem viel zu warm. Die Gardinen sind halt einfach auch scheiße. Fahren wir diesmal aber den Weg, wie das naviert will. Wir sind sowieso an der Ampel, von daher. Oi. Willst du denn nicht fahren? Na schön. Kommen wir nicht mehr. Safe Call. Gut. Dann lege ich die Staubstraße mal schön teeren. Wieder Haltebruch 6 halten. Hier sind wir auf alle Fälle wieder pünktlich. War ja gelacht gewesen, wenn nicht. Und dann wollen wir mal zurückfahren zum Depot. Vorlassen.
gut, 5000 noch bekommt. Aber das verbessern wir noch. Das steht schon mal fest. Wir machen aber trotzdem hier. Okay, 3 Sterne. Ich bin überrascht. Gut, das ist jetzt kein großer Unterschied. Das liegt aber auch an der Tour, die wir gefahren sind. Wie gesagt, wir verbessern die auf alle Fälle noch. Welcher sehen, dass die Tour kacke war. Garage, wir kaufen eben den einen Bus. Den Citaro K. Bearbeiten den mit der Werbung. Anwenden. Nein, offline bleiben. Holen uns einen Ass. Schon wieder Clement. Ich will keinen Gesellen haben. Nehmen einfach das Ass. Route bearbeiten, war verkehrt. Ja, verwerfen. Da wollte ich drauf drücken. Citaro K und Clement Grenius schließen. Wunderbar. Da wollte ich nicht hin. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn wir uns um den Hauptbahnhof und den Business Park. Wait, hold on a second. Alter Verwalter. Mindestens ein bei dem Hauptbahnhof. Heißt, wir fahren von hier lang, halten im Hauptbahnhof, fahren hier lang und dann preschen wir hier rüber und halten dann mindestens ein Pferdschild dort, okay. Das ist auf 8, das ist auf 7, das ist auf 8, auf 9, auf 11. Ist halt die Frage, was macht halt Sinn, ne? Sagen wir halten hier, wir halten hier. Und dann halten wir irgendwo anders, genau. Dann halten wir hier, weil das die Nordschweiche kaum benutzt wurde, okay. Okay, das ist auch auf 6 nur. Egal. Da kommt bestimmt noch mal was Neues dazu, oder? Wir halten hier, fahren hier rum, halten hier und dann können wir hier die Schleife fahren. Ich glaube, das können wir auch machen. Wobei, das ist ja zack und dann fahren wir hier und dann so oder wir fahren hier und dann so. Wir fahren einfach irgendwie, wir werden es im nächsten Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder hier von Bus 18 auf der Seaside Valley Map. Oder im anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.